Willkommen, ihr geilfeigen Nusswurzler. Der Rogue Trial ist offen. Dazu gehen wir hier mal rein in den Rogue Trial und bauen unser Team zusammen. At least two Rogue Trial Class Heroes must be in the formation. Decreases your Mage Heroes Damage dealt by 50%. Increases your Rogue Heroes Damage dealt by 50%. And Rogue Heroes gain 65% Damage Reduction. Also die dreien sind schon mal wohl anscheinend ein Muss, weil die geben hier Damage Bonus. Das heißt, wir nehmen dich, dich und dich schon mal rein. Ich nehme hier wieder den Healer auf jeden Fall. Ja, Standard-Drachen-Ding. Mal kurz gucken, welches Ding wir hier gleich nehmen. Wie viele Helden können wir denn hier platzieren? 4. Dann nehme ich dich noch rein. Dann nehmen wir mal den Kanalisierungschip erstmal rein. Und dann gucken wir erstmal. Hier sind irgendwie anscheinend so Wurzelwände, wo die auch nicht direkt durchkommen, die Gegner. Okay. Das heißt, wir brauchen einfach schnellen Damage. Ich mache erstmal die Stages und dann gucken wir mal später in den schweren Stages, wie es aussieht, okay? So, wir sind jetzt bei Stage 18 hier in dem Rogue Trial. Ich habe ein bisschen was geändert und zwar eine Sache. Ich habe festgestellt, dass dieser AOE-Drache besser ist als der Heildrache. Also hier am besten den AOE-Drachen benutzen. Ja, ich weiß noch nicht, ob Kablo bei mir der absolute Ray ist oder ob ich wen anders rein tue, aber Kablo gibt halt den Bonus-Damage, von daher wahrscheinlich schon. Und jetzt gehen wir mal rein, gucken uns, wie viel Schaden wir hier auf der 18 machen können. Ich habe alle auf Auto, außer halt Betty habe ich auf Manual, damit ich immer auf den hinten hier wegknallen kann. Macht, glaube ich, am meisten Sinn, den hier hinten wegzuknallen. Der ist immer der gefährlichste. Und dann schauen wir mal, wie viel wir hier machen können. Der Kablo lebt bei mir halt hier ganz schön gefährlich. Hier sind auch sogar 4 Wellen jetzt schon. Das waren immer 3 Wellen. Das ist das erste Mal, dass ich sehe, dass 4 Wellen sind. Nicht, dass wir 4 Wellen schaffen können. Nee. Aber ich habe gesehen, ganz viele haben das hier noch nicht geschafft. Wir gucken mal, welcher Platz wir sind mit dem Ganzen jetzt. Oh, Platz 7 ist sehr gut, glaube ich. Stage 18. Guck mal, nur 2 Leute sind überhaupt bis Stage 19 gekommen. Ach, guck mal, wir sind super knapp hinter den dritten Platz sogar nur. Gehen noch mal einmal rein, gucken wir einfach nochmal. Vielleicht haben wir ein bisschen mehr Glück und machen sogar noch mehr Schaden und dann wären wir einfach Platz 3 jetzt. Mal schauen. Also wir sind super close, das Team scheint super gut zu sein. Kann ich euch nur empfehlen, dann an das Team an der Stelle. Ja, dann haben die Typen halt auch alle schon E5 und sowas, ne? Ich habe die leider nicht so gut. Aber Rigucci, Rigucci, Rigucci. Guck mal, diesmal haben wir unseren Kablo auch noch am Start hier. Und noch 8 Sekunden, können noch ein bisschen Damage machen. Vielleicht reicht das ja für den dritten Platz. Gucken wir mal. Ah, nicht ganz. 4. Platz. 1 Million Schaden hat gefehlt. Aber ist egal, passt schon, ist gut. Ich bin voll zufrieden mit dem Team. Ich hoffe, dass euch das hilft, mehr Punkte hier zu machen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, haut ein Abo raus. Verpasst keins der weiteren Videos. Peace. Euer Resign 1.